Ich glaube, wir hatten alle schon mal das Gefühl, dass die sogenannten Experten vor allem in der Finanzwelt nicht immer die Wahrheit erzählen. Ich würde sogar sagen, spezifisch im Kryptomarkt haben schon wirklich sehr viele verstanden, dass die ganz oben oftmals bewusst lügen, um einfach ein spezifisches Resultat zu erhalten. Daher möchte ich dir heute nicht einfach nur sagen, dass die Wirtschafts- und Finanzexperten dich bewusst anlügen, sondern ich möchte dir eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2020 zeigen, die nicht nur genau erklärt, wie und warum wir angelogen werden, sondern auch, wieso das möglicherweise gerechtfertigt ist. Wie ich finde, ein sehr spannendes Thema, vor allem weil wir im Kryptomarkt mit genau solchen Expertenmeinungen sehr oft konfrontiert werden. Willkommen zurück bei Think It Crypto. Mein Name ist Samir. Die schon etwas länger dabei sind, wissen, dass dieses Video mal etwas anders ist. In der Regel kommen hier die aktuellsten Krypto-News, aber ich bin heute Morgen bei meiner Recherche auf einen Artikel gestoßen mit der Überschrift US-Bankenriese warnt Anleger, es blinkt jetzt ein ominöses Warnsignal. Am Ende ging es hier um einen Brief von der Bank Goldman Sachs an seine Investoren, dass möglicherweise ein großer Crash bevorsteht. Und dann habe ich mich an ein YouTube-Video erinnert, welches ich vor ungefähr ein, zwei Wochen geschaut habe, vom Kanal Coin Bureau, in dem genau dieser Forschungsbericht, wieso Experten bewusst lügen, vorgestellt wurde, und ich dachte, das möchte ich meiner Community nicht vorenthalten. Ich habe mir den Bericht auch selbst mal durchgelesen, es sind so knapp 20 Seiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand schon sehr mühsam, mir das durchzulesen, nicht nur weil es auf Englisch ist, sondern auch weil die Sprache an sich relativ anspruchsvoll ist, aber ich glaube, ich habe wirklich die wichtigsten Sachen für euch rausziehen können, damit auch ihr versteht, was der Professor George DeMartino rüberbringen wollte, als er Ende 2020 ein Paper veröffentlichte, sollten Ökonomen täuschen, prosoziales Lügen, Paternalismus und das Ben Bernanke-Problem. Es geht los wie so oft mit einem Abstrakt, in dem mehr oder weniger steht, dass es essentiell ist für Ökonomen die Wahrheit zu erzählen, die Realität ist aber, dass sie das oftmals nicht tun. Er fügte sogar ein Zitat des Ökonomen und Journalisten Anatoly Kaletsky hinzu, der 2014 schrieb, denn so wie James Bond in den Büchern von Ian Fleming eine Lizenz zum Töten hat, so besitzen die Zentralbanker eine Lizenz zum Lügen. Jetzt, Lizenz bedeutet ja eigentlich schon, dass sie das Recht haben zu lügen. Bevor wir uns aber anschauen, was hier genau dahinter steckt, muss man sich vielleicht zunächst erstmal die Frage stellen, wieso ist es überhaupt wichtig, ob Ökonomen die Wahrheit erzählen oder lügen? Und ich glaube, dieser Clip hier beantwortet diese Frage eigentlich ziemlich gut. Good afternoon. Ist natürlich nur ein Meme, aber dieser Meme zeigt sehr gut, was beispielsweise der Chef der US-Notenbank für eine Macht hat, allein mit seinen Worten. Wenn ein Zentralbanker nämlich spricht oder auch ein Analyst einer Bank oder auch eines größeren Vermögensverwalters, wir haben ja vorhin uns schon das Beispiel von Goldman Sachs angeschaut, aber sogar wenn ein kleinerer Finanzexperte etwas sagt, dann hört der Markt zu und vor allem dann reagiert auch der Markt. Wie ich finde, genau der Grund, wieso solche Experten nicht lügen sollten. Laut dem Paper ist das aber genau das Argument, wieso sie vielleicht sogar lügen sollten. Das Lügen, um was es hier geht, nennt sich prosoziales Lügen, also Lügen beispielsweise über die Wirtschaft, wo der Experte aber annimmt, dass sie im besten Interesse der Gesellschaft liegen. In anderen Worten, Täuschung zum Wohle der Allgemeinheit. Das Argument ist also, weil die Aussagen von solchen Experten und Ökonomen so wichtig sind, müssen diese Ökonomen sehr vorsichtig sein mit dem, was sie sagen, und daher sei es auch mal gerechtfertigt, etwas zum Beispiel wegzulassen oder eine Situation besser darzustellen, als sie tatsächlich ist. Unser Professor nennt auch einen Haufen spezifische Situationen, in denen prosoziales Lügen möglicherweise gerechtfertigt ist. Zum Beispiel Krisensituationen, unmittelbare Risiken, verführerische, aber schädliche Alternativen, korrupte oder mangelhafte Entscheidungsträger oder, und das finde ich auch sehr interessant, Zustimmung der Getäuschten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob eurer Meinung nach prosoziales Lügen gerechtfertigt ist, zumindest in manchen Situationen. Das spezifische Problem jetzt aber bei den Ökonomen ist, dass es keinerlei Richtlinien oder Regeln gibt, wann und wie oft oder auch wie genau gelogen wird. Das ist letztendlich oder es liegt letztendlich an den Ökonomen selbst, und das ist schon eine sehr beängstigende Vorstellung. Als nächstes beleuchtet das Paper dann das sogenannte Ben Bernanke-Problem oder das Ben Bernanke-Problem, ein Beispiel, wo die meisten Ökonomen zurückblickend sagen würden, dass prosoziales Lügen in dem Fall tatsächlich gerechtfertigt war. Ben Bernanke ist ein hochgeschätzter Ökonom der Vereinigten Staaten, der, für die, die es nicht wissen, zwischen 2006
2006 und 2014 Chef der US-Notenbank war. Genau die Position, die aktuell Jerome Powell hält. Bernanke hatte es aber um einiges schwieriger, denn was ist zwischen 2006 und 2014 in der Finanzwelt passiert? Natürlich die Finanzkrise 2008. Jetzt, der Autor schaute sehr detailliert auf die Jahre 2007 und 2008 und was Ben Bernanke hier gesagt hat. Für uns wichtig zu verstehen ist aber lediglich, dass Bernanke höchstwahrscheinlich wusste, dass sich etwas sehr Schlimmes anbahnt, aber trotzdem sehr optimistisch war und die Daten in verschiedensten Sitzungen und Konferenzen so präsentiert hat, dass der Markt nicht in Panik gerät, sondern vielleicht eher sogar noch Hoffnung hat. In den Worten unseres Autors, ich gehe davon aus, dass Bernanke Mitte 2008 einem enormen Druck ausgesetzt war, die Anleger zu beruhigen und einen finanziellen Zusammenbruch zu verhindern. In der Zeit vor der Krise war seine Rede zunehmend strategisch und performativ statt beschreibend. Hier und in anderen ähnlichen Situationen, in denen Ökonomen lügen, nimmt die Täuschung die Form von strategischem Reden an. Strategisches Reden bzw. strategische Täuschung, die aber notwendig war, um die Finanzkrise nicht noch weiter ausarten zu lassen. Wie gesagt, in den Augen vieler ein Beispiel, wo tatsächlich prosoziales Lügen legitim war. Die Ironie des Ganzen ist aber, so wie im Paper auch beschrieben, der Ökonom wird anerkannt und gestärkt und fühlt sich berechtigt, andere zu täuschen. Aber er kann Lügen nicht dulden, wenn er selbst zu denen gehört, der betrogen wird. In anderen Worten, diese Ökonome wollen ein Teil eines elitären Clubs sein, der Insider-Informationen hat, die Welt nach außen hin belügt, aber selbst natürlich nicht belogen wird. Ergibt natürlich vollkommen Sinn. Es liegt aber oftmals gar nicht an den Ökonomen selbst, sondern an den Entscheidungsträgern darüber. Der Autor sagt nämlich, er habe während seiner Recherche einen Haufen Ökonomen auch interviewt und ein wiederkehrendes Thema bei vielen von ihnen war, dass sie zu Aussagen gedrängt wurden, die in Anführungsstrichen zutiefst ineffizient oder sogar völlig falsch waren. Und gedrängt kann bedeuten, dass ihnen gesagt wurde, dass irgendwie die nationale Sicherheit dranhängt oder auch die Stabilität des gesamten Systems. Es kann aber auch bedeuten, dass ihnen gesagt wurde, dass spezifische Aussagen dazu führen, dass sie einfach mehr Fördergelder bekommen. Es gibt natürlich keine genaue Statistik, von wie vielen Aussagen wie viele genau gelogen sind bei Ökonomen, aber in den Worten des Autors, in meinen Interviews wurde ich gewarnt, niemals einem Ökonom der Entwicklungsbranche zu vertrauen, niemals einem Ökonom der Regierung und ein ehemaliges Mitglied des Council of Economic Advisors sagte mir, traue niemals einem Wirtschaftsberater. Die Experten selbst sagen also, vertraue niemals einem Experten. In den Schlusssätzen des Papers heißt es auch, eine Praxis der Täuschung in den Wirtschaftswissenschaften könnte wiederum zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in die Expertise beitragen. Stimmt, und ich glaube auch, dass immer mehr Leute aufwachen und verstehen, was in diesem System passiert und daher auch Vertrauen verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber mit den Lügen von den Ökonomen aufhört, geht meiner Meinung nach wirklich gegen null, denn der Fakt, dass Ökonomen die Möglichkeit haben, die Wirtschaft nach ihrem Belieben zu manipulieren, ist wohl eines der mächtigsten Werkzeuge, die den Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen. Und es muss gar nicht der Chef der US-Notenbank sein, es kann beispielsweise auch einfach Goldman Sachs sein. Das nächste Mal, wenn ihr also Schlagzeilen lest wie US-Bankenriese warnt Anleger, es blinkt jetzt ein ominöses Warnsignal, dann solltet ihr das vielleicht noch einmal mehr hinterfragen und an dieses Video denken. Unten in der Beschreibung wie immer noch der Link zum Nummer 1 Kryptosteuertool Cointracking und hier auch die 10% Rabattaktion plus der Link zu Bitpanda, die Kryptobörse, wo ich persönlich meine Kryptos kaufe und verkaufe. Schaut dort gerne mal vorbei, damit unterstützt ihr auch diesen Kanal. Womit ihr auch diesen Kanal unterstützt, ist natürlich mit einem Like auf diesem Video, vor allem weil dieses Video auch mal wieder etwas anders war, aber keine Sorge, am Freitag höchstwahrscheinlich geht es weiter mit einer regulären News-Episode.